Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt in meinem Kanal. Während ihr zu Ostern Eier sucht, schauen wir uns ein Spiel von Silent Future und VIS an. Dieses Mal ohne meine Stimme. Und wenn ihr diese Musik hört und diese Bilder seht, wisst ihr, ein neues Pineview Drive ist erschienen. Wir haben das letzte komplett durchgespielt und der gute Yankee meinte, kann ja nicht sein, dass man sich in einem Spiel so gruselt. Wenn ihr diesem Video 300 Daumen gebt, werde ich den Yankee vor dieses Spiel setzen, damit er euch zeigt, wie man sich nicht gruselt. Und jetzt werden wir statt Ostereiern vielleicht wieder Schlüssel suchen. Euch gute Unterhaltung. Wir legen ein neues Spiel an. Habe noch nicht reingeschaut, habe mir auch keine Videos angeschaut. Und jetzt haben wir wieder den Lade. Möglicherweise hört man meine Stimme nicht. Man hört meine Stimme nicht. Problem. Deswegen halte ich mal kurz die Klappe und schneide das gleich zusammen. Es regnete. Mein Name ist Miles Reynolds. Als ich die Straße entlang ging. Ich war in der Army. Eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Nur ab und zu wurde die Dunkelheit von den Lichtern eines Autos unterbrochen. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. In Gedanken an ein Dach über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, ich wollte nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Angekommen im alten Landhaus. Der Spielstand wurde gespeichert. Es ist 22 Uhr. Noch 10 Stunden bis zum Tagesanbruch. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen und die mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Drücke E, um Gegenstände aufzunehmen und zu benutzen. F, um die Taschenlampe ein... Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Die Straßenlampen flackerten. Es schien Spannungsschwankungen zu geben. Meine Taschenlampe hatte noch etwas Batterie übrig. Ich durchschritt ein großes eisernes Tor. Vor mir lag das Landhaus in der Dunkelheit, ab und zu erhellt durch Blitze, die am Himmel entlang zuckten. Ich hörte eine Kirchenglocke und bewegte mich auf den Brunnen zu.
Die Frösche sahen mich mit großen Augen an. Sie schienen fragen zu wollen: Was tust du hier? Der Eingang war verlassen. Es gab kein Licht im Haus, aber die Tür war offen. Ist ruhig hier. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Ich entschied mich umzusehen, statt dass ich sofort auf einem der im Flur stehenden Hocker Platz nahm, trieb mich eine merkwürdige Kraft weiter ins Innere des Hauses. Die Wände erschienen schwarz von der Nacht. Ich schaute mich um und stellte fest, es gab kein Licht. An den Wänden hingen Kerzenleuchter, doch ich konnte sie nicht entzünden. Viele der Türen waren verschlossen. Die Einrichtung war definitiv nicht von Tine Wittler. Und die große Standuhr tickte immer noch. Ich wunderte mich, was diese Uhr wohl antrieb, während im ganzen Haus ansonsten der Strom ausgefallen war. Nur ein paar Kerzen benutzt, kein Wunder. Wer hatte die Uhr wieder aufgedreht? Wer wohnte in diesem Haus? Spinnenweben strichen durch mein Gesicht, als ich durch die obere Etage schritt. Auch hier fand ich zahlreiche verschlossene Türen. Doch ein Raum war offen. Ein Schlafzimmer. Genau das, was ich in dieser Nacht gesucht hatte. Doch leider war es schon bewohnt. Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Denn unter dem Bett lag jemand. Ich legte mich zur Ruhe und versuchte zu schlafen. Doch es gelang nicht. Ich hörte eine Tür. Ich werde lieber mal nachsehen, was das war. Die Spieluhr auf dem Schreibtisch gab mir eine merkwürdige Stimmung. Und ich entdeckte, dass ich über Nacht zu einem Vampir geworden war. Wie sonst konnte ich erklären, dass ich im Spiegel nicht zu sehen war? Die Leiche lag immer noch unter meinem Bett. Aber ich wollte der Quelle des Krachs auf den Grund gehen. Noch immer war der Strom ausgefallen und mein Blick fiel auf das Dach. Moos hatte sich auf dem Dach angesiedelt. Ich beschloss, weiter ins Innere des Hauses vorzudringen und die anderen Türen zu kontrollieren. War diese Tür eben auch schon offen? Der Schein meiner Taschenlampe wurde schwächer.
Ich fand eine weitere Tür, die sich öffnen ließ. Ein Schreibzimmer. Mein geistiger Zustand durch Angst, Dunkelheit und den aufkeimenden Horror konnte ich durch eine große Flasche mit einem roten Kreuz eindämmen. Ich fand eine Hupe. Würde sich hier irgendwo ein Horrorclown befinden? Doch mehr schien es in diesem Raum nicht zu geben. Ich untersuchte das Schreibpult. Würden sich die Schubladen öffnen lassen? Das war nicht der Fall. Und während Blitze den Raum erhellten, schaltete ich meine Taschenlampe aus, denn die Batterien, sie neigten sich dem Ende zu. Ich beschloss, mich weiter umzusehen. In diesem Flur gab es noch eine weitere Tür, doch auch sie war verschlossen. Was war die Quelle des geheimnisvollen Geräusches? Die Taschenlampe war mittlerweile so schwach geworden, dass ich fast gar nichts mehr sehen konnte. Ich betrachtete die Bilder an der Wand. Ich durchschritt einen weiteren Teil des Flurs in der Hoffnung, dort Streichhölzer oder weitere Hinweise zu finden. Aber es gelang mir nicht. Und während die Taschenlampe langsam aber sicher ihren Geist aufgab, umschloss mich die aufkommende Dunkelheit. Die Türen, die schon eben verschlossen waren, waren es immer noch. Ich musste weitere Hinweise finden. Und so öffnete sich jetzt doch eine weitere Tür mit neuen Batterien für meine Taschenlampe. Das Ticken der Uhren hämmerte in meinem Kopf. Und schließlich fand ich Streichhölzer. So konnte ich zwar Kerzen anzünden, aber nicht den Kamin. Die Statuen vor dem Fenster wurden von Blitzen erhellt. Und ich erschrak kurz, als sie im Licht aufblitzten. Auf einem der Schränke fand ich eine Nachricht. Einen Brief? Würde er erklären, was hier geschehen? Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Was zum... Das weiß doch niemand, dass ich hier bin. Unter dem Brief fand sich ein Schlüssel. Ich nahm den Schlüssel an mich und verließ den Raum. Ich überlegte, ob ich im Flur die Kerzen anzünden sollte, um Batterien zu sparen. Der Schlüssel... Verdammt, der Schlüssel ist abgebrochen. ...passte in die Tür am Ende des Ganges.
begab mich in den darauffolgenden Flur. Auch hier gab es eine Tür, die sich öffnen ließ. Ich betrat einen Raum, auf dem viele Papiere auf dem Boden lagen. Ein alter Schrank stand an der Wand. Und auch hier fand ich erneut Streichhölzer, die mir vielleicht helfen sollten, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Jedoch fand ich keine weiteren Hinweise. Nur weitere Dunkelheit und Furcht. Wieso kannte jemand meinen Namen? Wer hatte die Nachricht geschrieben? Ein weiterer Raum ließ sich öffnen. Ich entschied, ein weiteres Streichholz zu verwenden, doch das geht nur bei Kerzen und nicht bei Lampen. Auf einem Schreibtisch lag eine alte Puppe und weitere Streichhölzer. Ich sollte definitiv mehr Streichhölzer verwenden. Dieser Ort. Er war zugleich heimelig und furchteinflößend. Ich entzündete eine weitere Kerze. Ich fand weitere Batterien für meine Taschenlampe und las einen weiteren Brief. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive, aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. Es ist 23 Uhr, noch 9 Stunden bis Tagesanbruch. Die Kerzen waren erloschen. Ich kam mir etwas veräppelt vor, hatte ich doch sorgfältig geplant, welche Kerzen ich entzünden würde. Würden sie weiterhin ausgehen? Würden meine Streichhölzer am Ende nicht reichen, bis mich die Dunkelheit komplett verhüllt. Ich betrat ein weiteres Zimmer mit einem Klavier. Weitere Streichhölzer lagen bereit, um Licht ins Dunkel zu bringen. Ebenso Zigarren. Doch die merkwürdige Stimmung hatte mir die Lust darauf verschlagen, zu rauchen. Ich hatte es mir eh vor vielen Jahren abgewöhnt. Tür oder war ich im Kreis gelaufen? Dieses Haus verwirrte mich. Neben der Tür befand sich ein Schrank. Ich öffnete ihn. Er war leer. Das erinnerte mich daran, dass ich häufiger schauen sollte, ob Gegenstände sich öffnen lassen. Ein geöffnetes Buch lag neben dem Sofa. Wer hatte es gelesen? Und wer spielte Klavier? Ich schleppte eine Vase mit mir herum, doch hatte keine Ahnung, wofür ich sie gebrauchen sollte. Die Geräusche irritierten mich.
Eine Statue hatte sich bewegt. Erschrocken hatte es mich nicht, doch das Spiel glaubte das. Und so wurde ich vom Spiel Ich glaubte, ein Rätsel gefunden zu haben. Auf dem Bild waren verschiedene Gegenstände zu sehen, die in gewisser Weise angeordnet waren. Musste ich etwa den Schädel mitnehmen und auf den Schreibtisch stellen? Das und mehr sollte möglicherweise der Yankee herausfinden. Wenn denn 300 Leute der Meinung sind, dass dies einen Daumen nach oben wert ist. Und damit verabschiede ich mich und weise darauf hin, dass du, ja auch du, dieses Spiel entdecken und erleben kannst. Einen Link habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. Noch einen schönen Ostersonntag wünsche ich dir. Und bis bald. Vielleicht. Tschüss.